Servus meine Damen und Herren, was geht ab? Herzlich willkommen auf ein erneutes Video auf meinem Kanal. Ich hoffe euch allen da draußen geht es gut, mir geht es auch gut. Wir befinden uns gerade auf dem Weg von Denizli nach Aydın, von Aydın nach Izmir, von Izmir nach Istanbul. Ja, eine richtig lange Fahrt habe ich heute, wieder 8-9 Stunden. Ich bin erstens, bevor das Video auch anfängt, ihr wisst ganz genau, was ich immer sagen muss. Check Car-Firma, erster Link in der Videobeschreibung. Wer für 30 Euro kauft, kriegt 3 Duft gratis und ist bei mir 36 los. Die Wochen kommen mega Produkte auf den Markt, was Tücher betrifft, was Pullis betrifft. Bro, ich habe mein ganzes Geld, was ich habe, investiert. Ich habe nichts mehr, nichts. Und danach von Aydın werden wir noch einen Kopf rauchen, kurz Pause machen. Von dort nach Izmir. Derwisch fliegt heute nach Hause, Digga. Ich bin traurig, Bro, wie war's? Jetzt 3 Wochen. Das war lustig, aber ich fliege erst morgen. Ja, du fliegst morgen, stimmt. Aber Bro, wir haben schon viele Erfahrungen gesammelt, so ja. Geisteskrank. Gell? Geisteskrank. War echt eine kranke Zeit. Und das Ding ist, ich muss alleine nach Deutschland fahren. Kein Bock drauf. Kannst du dir das vorstellen? Ich wäre gern dabei gewesen, aber du weißt ja, wie das ist. Fick mein Leben, Bro. Wäre es nur Fahrt, okay? Würde ich sagen, okay, tamam, verlangt dies, das und jenes. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Die Grenzen und so machen mich jedes Mal fertig. Jedes Mal ziehen sie mich raus und ich habe keinen Bock halt mehr drauf. Ich bin traurig, dass du weggehst. Es waren kranke 2,5 Wochen jetzt, oder waren es 2 Wochen? Es war irgendwie so eine Woche gefühlt, aber es waren 2,5 Wochen. Es verging echt schnell, Digga. Wir waren in der ganzen Türkei gefühlt, ne? Wir haben jeden gesehen, wir haben jeden kennengelernt. Ja, Mann, Wallah, wir haben echt krank. Ja, Mann, Digga, was für Menschen wir kennengelernt haben. Hier, by the way, fährt einfach einer. Bro, er fährt einfach von der Seitenspur hier so auf, mitten auf der Autobahn, auf der Landstraße, sag ich jetzt mal, einfach auf der ganz rechten Spur nach hinten, Digga. Keine Ahnung, Bro. Die machen hier, was die wollen, Bruder. Digga, es wird jetzt echt interessant, was es hier noch so alles gibt und so. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für mehr. Ich küsse eure Herzen in meinem Auto. Hier, Wunderbaum, Tannenbaum, Mamanakoim. Leuchtet alles auf, ABS-Ring ist am Arsch. Muss ich auch noch machen lassen eigentlich. Ja, hab ich Bock? Natürlich nicht. Aber ich will nicht, dass mein Auto da stehen bleibt. Hab ich auch nicht, will ich nicht, mag ich nicht. Meine Fenster müssen wir auch noch mal reparieren lassen und so ein Schacht. Aber da ist auf jeden Fall eine Menge noch zu erledigen. Gönnt euch Kaffee und bald BWD. Spätestens Ende Februar kommt BWD raus. Wir sind jetzt hier in Aydın. Ja, mein UNO. Wir wurden gerade von der Polizei rausgezogen, haben wir nachgekriegt. Allgemeine Verkehrskontrolle, Waffen, Drogen und so Scheiße. Das ist jedes Mal bei mir. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Ich habe keine Ahnung, was mich so ausmacht, dass man mich jedes Mal an jeder Grenze und so immer rauszieht. So, ich habe keinen Bock mehr, Digga. Es frickt mich nur noch auf. Was sagst du dazu? Wallah, ich wurde bis jetzt noch nicht mit einem einzigen Auto hier angehalten, bis auf mit dem hier. Auch so kaputt, halt. Wir sind jetzt gleich am Standort. Eins. Freunde, wir sind jetzt hier in Aydın. Wir rauchen jetzt eine Shisha auf Meeting-Basis. Nein, Spaß. Hier ist ein Zuschauer, er hat mich eingeladen auf den Kopf. Er ist jetzt auch irgendwo hier, glaube ich, irgendwo am Start. Er war schon mal hier. Ich habe mal gecheckt, wo der ist, mein Bruder. Ne? Ey, Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall hier bei Ottoman. Eine bekannte Shisha, aber wir essen jetzt erstmal was. Danach geht es auf jeden Fall weiter. Wir sind auf jeden Fall hier mit Ramazan. Den haben wir letztes Jahr auch schon getroffen. Wie gefällt dir die Türkei? Geil. Ja. Besser als Deutschland? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt gerade was gegessen, was getrunken, eine kleine Pause gemacht. Jetzt gehen wir auf jeden Fall weiter nach Izmir. Bro, wir sind noch 1 Stunde und 15 Minuten zusammen. Danach trennen sich auch unsere Wege. Was glaubst du jetzt so von der Sicht, was du jetzt alles mit mir gesehen hast? Glaubst du, der CLS kommt bis März, April? Niemals zu viel sagen, Bruder. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber inshallah, ich bete dafür, dass wir uns so ein dickes Auto kaufen können, damit wir mit dem dann in die Türkei fahren. Es wäre so krank. Das ist alles wie Content. Ich küsse eure Herzen und wollte mich nur nochmal für den Support bedanken. Es geht weiter nach Izmir jetzt. Von Izmir nach Istanbul. Zu einem anderen Zuschauer. Ich penne bei ihm 3 Tage, Digga. Er ist von Deutschland in die Türkei ausgewandert und studiert hier jetzt. Ich finde das krank, wie alles so wird. Aber das Geile ist, hier gibt es sanktuell keinen Winter, ne? Hier ist immer warm, Bruder. Immer halb Gnesch, hier hell Sonne. Immer nur ein Pullihose, bitte. Pullihose, bitte. Also, Freunde, wir haben jetzt hier einmal Derwisch. Er wird sich jetzt nach Hause verpissen. Er fliegt morgen zurück, weil er wieder Schule hat. Und ich fahre jetzt weiter nach Istanbul. Oh. Das war's, Digga. Das war's, mehr hast du nicht, ne? Seit dem Evangelium immer Däschen. War eine wilde Zeit mit dir, Bro. Krass, Digga. Das war eine ganz geile krank, diese
zwei Wochen war richtig auf Action, ne? Diese Menschen, die wir kennengelernt haben, die Leute, die wir getroffen haben. War echt heftig. Das war echt lustig, Digga. Walla, walla, das war echt nur. Schau ihn einfach an, Digga. Terrisch ist so ein Dummkopf. Er hat einfach seinen Geldbeutel vergessen. Jetzt, weil ich auf der Autobahn schon war, habe ich jetzt an der Tankstelle abgegeben. Da waren 900 Tele drin. Ich hoffe, man kann denen vertrauen. Aber ich glaube schon, weil die haben es echt professionell und so abgewickelt alles. Und ja, die holen es dann von dort ab und ich fahre weiter nach Istanbul. Übermorgen ist das Fenerbahçe Derby. Ich habe noch keine Tickets. Ich muss dringend Tickets klären. Das packt mich auch ends ab. Und vollgetankt habe ich jetzt auch nochmal. Also in der Türkei kostet derzeit 1 Liter Benzin 1,05 Euro einfach. Einfach Super 95, 1,05 Euro. Junge, das macht so Spaß dann, ne? Das macht so Spaß. Wow. Beste. Ich muss demnächst wieder die Tage nach Denizli, Kuşadası, dann nach Denizli und so weiter. Alles nicht das Gelbe von mir, ich sag euch so, wie es ist. Problem. Was gedacht, Bro? Alles gut, Bro, bei dir? Wir haben die Brace abgeholt auf jeden Fall. Bro, Walla, ich bin ja immer, ich schlafe immer überall, Digga. Deshalb ist mein Auto wie Ding geworden. Ich muss einmal kurz sauber machen an meiner Koimia. Echt? Ja, ja. Bro, ich hab frisch getankt. Meine Damen und Herren. Oh, noch ein Schicken. Oder? Jungs und Mädels. Ich befinde mich auch noch ein Schicken. Stell dir vor, die Kamera fällt hier runter. Gerade in Kadıköy, Digga. Ich bin einfach hier mit zwei Raschos wieder schon wieder. Nein, Spaß, Wallah. Richtig süß immer von euch, dass ihr mir immer so die Türen öffnet, bei euch schlafen lässt und so, Wallah. Das fühle ich extrem. Und wir sind hier gerade auf jeden Fall in Kadıköy. Gehen jetzt raus was essen. Ich hatte eine lange Fahrt, das hat einfach mein Leben gefickt, Digga. Und ja, wir nehmen euch einfach mit, meine Damen und Herren, gebt einen Daumen nach oben, Amana Grim. Was kostet die Miete? 12.000. Ja. 12.000 Euro in Istanbul. Ab der 2023. Also jetzt kostet es mittlerweile 18, 19. Hier so? Ja. Krass, aber mit so einem Ausblick, gell? Kommt da vorne Haus hin, oder? Ja, da werden Wohnmobile gemacht, die Idee ist aus. Türkleri yapıyor, gell? Ja. Erwaba hat uns hier hingebracht auf einen leckeren Burger. Ein Burger ist richtig mächtig, Mann. Ein bisschen mehr Käse wäre, glaube ich, besser, oder? Ja. Wallah, wir haben hier einmal, zack, was weiß ich, was für ein Burger. Mexican Style. Schau, von dem guter Burger. Wie gefällt Istanbul? Sehr geil. Was fährst du privat für ein Auto? RS3. Okay, Thais, meldet euch alle bei ihm. Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich bin derzeit daheim. Die nächsten 2 bis 3 Tage werden noch Videos aus Istanbul und so weiter mit der Rückfahrt noch kommen. Deshalb wundert euch nicht, ich bin jetzt bereits schon in Deutschland. Ansonsten gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für mehr. Check Kafimab, erster Link in der Videobeschreibung. Auf dem zweiten Kanal Bühne kommen auch täglich Videos online. Ich werde wahrscheinlich im Februar wieder in die Türkei fahren. Dazu erzähle ich euch dann noch mehr, wenn wir wieder hier den Daily Content machen. Aus meinem Büro, aus meinen Autos und so weiter und so fort. Ich küsse eure Herzen, Freunde. Danke für den ganzen Support. War eine geile Zeit in Istanbul. Hat mich mega gefreut und würde lieben gerne jeden Tag wieder hingehen. Bye, bye.